So, wir sind wieder zurück zum zweiten Game. Wasted Talents gegen Reinhard Gaming. Das erste Game ist schon Wasted Talents gegangen. Wir haben schon die ersten Bands und Picks, die durchgegangen sind auf der Seite von Reinhard Gaming. Undying und Clockwork Band, was. Ja, natürlich gegen den Elibator da zielt. Und natürlich auch recht viel Erfolg hat da mit den zwei Champion, Heroes. Wir haben den National Band und den Queen of Pain Band auf der Seite von Wasted Talents und den Gyrocopter Pick. Vor Reinhard Gaming sowie Phantom Lens und Earthshaker Pick auf der Wasted Talents Seite. Sind wir gespannt, wie sich die Teamkomposition jetzt rauskristallisieren, was das Ziel von den Teams ist. Und ein Rubik Pick kommt für Reinhard Gaming durch. Natürlich sehr ideal, um Fischers vom Earthshaker zum Beispiel zu klauen. Nicht nur natürlich, aber unter anderem auch. Und wir sehen Skyriff Ban für Reinhard Gaming. Und wir haben Disruptor Ban auf der Seite von Wasted Talents. Und ein Bristleback Bank diesmal für Reinhard Gaming. Was wird nächste Band sein für Wasted Talents? Mal schauen. Slug Band vielleicht. Ist fast recht mühsam zu sehen. Nichtsdestotrotz natürlich mit der Chromosphere kein Hindernis gesehen. Silencer Band, Felix Pick für Wasted Talents. Next pick for Reinhard Gaming. Und ein Tidehunter Pick für Reinhard Gaming. Wann das, so wie es aussieht, ein bisschen mehr Teamfight-Kontrolle haben?
Und ein Witch Doctor Pick von Seite von Wasted Talents. Wenn sich da auch recht Zeit hat, sich jetzt für ein Ember-Spiel entschieden. Und wo dann in der Midlane sein wird. Zumindest Rubick und Gyrocopter auf der Lane zusammen. Tidehunter auf Lane und Ember-Spiel Mitte. Soll ich das jetzt besetzen? Vermutlich lieber hier auf dem Phoenix auf der Offlane. Phantom Lancer mit Earthshake und Witch Doctor zusammen. Auf der Lane. Das heißt, fehlt noch ein Midlaner. Zuerst kommen natürlich die nächsten Bands rein. Gespannt, was die Band wird als nächstes. Da natürlich klar jetzt der Midlane. Nein, nicht Midlane. Support jetzt eigentlich auf der Seite von Rhino Gaming sein wird. Und Ancient Apparition Band. Ne, haben sie sich für Ancient Apparition Band entschieden, was relativ gut ist. Und ein Viperban vor Rhino Gaming, da waren sie nicht mehr gesehen. Ich müsste ihn sehen. Und Magnus wird mitgepickt für Wasted Talents. Das hat, wie gesagt, auch wieder ein gutes Potenzial für Teamfights. Vor allem mit dem Magnus, der dann reinblinkt und dann jemanden rausholt. Und für was wird sich jetzt der Rhino Gaming als letzte Antwort entscheiden? Knapp 20 Sekunden, der wissen wir spätestens. Gut, in Reserve Time nehmen sich ein bisschen Zeit noch. Nutzen die Zeit natürlich. Und ein Nix Assassin wird gepickt. Auch schon lange nicht gesehen. Natürlich ein guter Assassin. Gut zum Roam ein bisschen helfen. Und wir sehen, der über da spielt der Phoenix diesmal. Und wir gehen in-game. Wir haben auf der Radiant Seite wieder Wasted Talents auf Aristina, der Phantom Lens auf dem Faust, der Magnus. Der über da spielt der Phoenix, der Haki spielt. Kommen jetzt auch gegen Witch Doctor und natürlich auf dem Earthshaker haben wir der Nole. Wir haben auf der Dire-Seite auf dem Arkosh den Tidehunter. Wir haben den Rubik gespielt vom Hexer. Wir haben den Fima auf dem Nix-Assassin. Komm, geh, auf dem Wolverine haben wir den Gyrocopter und Don't You Know I'm Loco Midlane mit dem Ember Spirit. Seht ihr?
Rhino bewegt sich da in der Viererformation, während da Titan da relativ alleine rumläuft. Wird auch ein bisschen gespottet, so wie es aussieht. Das heißt, kein Contest um die Rune, so wie es aussieht. Top Rune geht an Rhino Gaming, während Bot Rune an Wasted Talents go wird. Dann noch schön vom Phoenix platziert die Ward oben. Da während keine einzige Ward auf der Seite, auf der Radiant-Seite gesetzt worden ist bis jetzt. Dafür hier. Johnny Ward. Und Magnus holt sich drinnen. Und da wird nochmal gewartet von Wasted Talents. Und man sieht jetzt so einen Block, wo der Elipador macht, damit er ein bisschen besser Farm machen kann. Und man sieht Gyrocopter geht. Wirklich noch mit dem Nix Assassin und dem Rubik auf Top Lane. Ob ich die jetzt nach Arbor rotate, wahrscheinlich dann noch einen Ward setzen, genau. Und wir haben Titan dagegen, Phantom Lancer, einen Witch Doctor und dann noch den Earthshaker. Und Nix Assassin probiert ein bisschen zu harassen auf dem Phoenix. Counter-Harris, Familie bei da. Wird aber aus der Lane drängt, hat er nicht wirklich zu Experience kommen. Wir haben schon drei Last Hits auf dem Emperor-Spiel und auf dem Magnus. Und Jared kommt auch schon mittlerweile mit 4 Last Hits. Ja, so wie ihr seht, kommt der Phoenix nicht so viel Experience, wie ich gerne möchte. Haben wir schon Level 2 offen, Gyrocopter Hand. Das ist auch ein bisschen passiv spielen und hoffe, dass Wave zum Tauchen und damit durch den Farmacher holt sich der erste Last Hit und Level 2. Hat jetzt auch schon fast Level 3 durch die Experience bekommen. Tidehunter durch erst noch auf Level 1, hat ein bisschen mehr Problem auf der Lane. Wird auch engaged. Bisschen caressed. No problem. Aber wird auch weiterhin aus der Lane drängt, wenn der Phoenix mittlerweile auf Level 3 ist. Und auch immer noch auf Level 1. Wird auch schön aus der Lane drängt, was auch nicht so erfolgreich ist von Rhino Gaming, um den Elipador aus der Lane zu drängen. Und ein schönes Skewer. Buße. In Tower Range. Komm, Magnus, könnte das First Blood, weil das First Blood kommt. Magnus holt sich am Ember Spirit das First Blood. Sehr schön gemacht. Und wir schauen mal auf Botlane. Zeit hat er gerade mal ein Level 2. Wenn der Phoenix schon die Hälfte zu Level 4 hat. So ein Sicherheits-Icarus-Dive nach Hause. Und wir sehen da wieder Vitas Harassment. Auf dem Titan, wo Level 2 hat. Und das kann der nächste Kill warten. Yep. Witch Doctor holt sich der Kill am Titan. Und wir sehen da ein Engagement-Member spielt auf. Magnus, aber nicht genug Damage zum Down bekommen. Wir sehen, Titan ist wieder auf der Lane. Mit dem Phoenix schon auf Level 4. Weil Titan immer noch auf Level 2 rum ist. Ja, mittlerweile Level 3 bekommen endlich. Und wir schauen das jetzt an. Gyrocopter führt mit 23 Last Hits total denies. Folgt vom Ember Spirit mit 23 Last Hits und einem Deny. Und der
Phantom Lands mit 23 Hits Last Hits und 11 Denies und 21 Last Hits Uffe Magnus. Und auf den Rocket, Uffe Lally wieder da. Macht ein bisschen Schaden, aber mehr auch nicht. Spielt da relativ safe, ist auch sicher die bessere Wahl. Lieber ein bisschen Zeit hinter und ein bisschen warten. Fällt mir letztes Level relativ low. Und ich sehe, der Rubik hat ein bisschen mit die. Swap. Und wir haben die Tranquil Boots jetzt mit Level fertig auf dem Phoenix. Und Facebook auf dem Gyrocopter. Und dann kommt die nächste Rakete. Mittlerweile schon Level 5 für den Phoenix. Gyrocopter da erst auf Level 4. Und der Titan hat das jetzt immer noch auf Level 3 fest. Mittlerweile jetzt da der Rubik bewegt sich wieder nach oben. Sieht momentan noch relativ ausgleich aus, bis auf die 2 Kills. Oh, der Phoenix lebt ein bisschen gefährlich. Muss da jetzt rauskommen? Rocket betrankt. Kommt er nicht raus, nur das geht ein Kill auf den Phoenix. Gyrocopter holt sich den Kill. Bisschen zu weit reingegangen. Und wir haben wieder Pause, wieder Lex. Wir schauen mal ein bisschen in die Grafik gehen, geht ein bisschen auf die Seite von Rhino. Auf der Network-Seite, der 5. Experience-Seite, eindeutig ein bisschen Vorsprung von Wasted Talents. Ich sehe da wirklich relativ nah aufeinander folgen mit den Last Hits. Er ist sogar relativ gegen 0. Und man sieht, der Rubik wird in Midi, das geht ein gesuchtet Kill auf dem Magnus. Holt sich doch beide Ding, setzt Reverse Polarity, probiert er unter dem Tau zu überleben und da kommt der Phantom Lancer rein. Und da wird ein Chase auf den Rubik gemacht und der Kill von Magnus auf dem Rubik und man hat wieder Pause. Ich meine, Disconnect kann auf dem Ember Spirit anscheinend. Und jetzt schauen wir, dass es ein bisschen nicht rauskommt. Das sollte noch kein Problem sein. Jetzt sind die Fernseher jetzt gerade wieder runter. Die Titan hat dieses Mal ein bisschen aufgefahren auf Level 5. Hätte er seine Ruhe gehabt natürlich, nachdem der Phantom nicht so oft Midlane geswappt ist. Hätte also kann schnell aufholen. Ist relativ jetzt noch. Ja, und da muss Phoenix jetzt raus. Und Earthshaker und Witch Doctor haben da aufgewechselt, das heißt ein 1v1 auf der Botlane zwischen Phantom nicht so und dem Tidehunter.
mit ihm wieder der Rubik. Probiert er weiterhin wahrscheinlich Kills auf den Magnus zu holen. Zumindest versucht er es. Und dann mittlerweile. Gleich Level 6 auf dem Phoenix. Und Level 6 auf dem Phoenix. Und wir haben noch nicht ganz Level 6 auf dem Zeitsender. Was der nächste Bau vor wird. Und wir sehen auf der Top-Lane Engage mit dem Phoenix. Und in der Supernova geht das ein Kill. Geht kein Kill. Auf dem Gyrocopter, doch noch davor. Jetzt mittlerweile Level 6 auf dem Zeithunter. Hält aber sich Ravage noch nicht. Jetzt hat es gefehlt, okay. Mittlerweile der Earthshake in der Mitte. Löst sich wieder Magnus ab. Und dann wieder ein bisschen Charest auf dem Gyrocopter. Wird schon der Phoenix. Phoenix muss jetzt instant Icarus. Da er kommt nicht davon, gibt einen Kill. Einmal spürt, holt sich der Kill auf mein Lieber da. Und kommt noch raus. Magnus relativ low. Hat sich da noch das Camp geholt. Immer das Ravage ist ready auf dem Tidehunter. Das ist jetzt Top Lane, 4, 3 Stück. Das heißt, der Tau wird auch nochmal zu lange bleiben. Mit dem DD-Rune, der auf dem Ambers-Bild gepoppt worden ist. Und Bounty-Rune wird vom Phantom Knights aufgelesen. Und sehen wir den nächsten Engage vom Phoenix mit der Supernova. Langt nicht ganz zum Durch. Nächstes Jahr sind sie dann. Da kommt das auf die Grafik, ist relativ ausgeglichen. Immer noch. Und wir sehen jetzt einen Mittelpart vom Phantom Lancer und Ember Spirit bekommen. Und Ember Spirit geht down, Magnus holt sich den Kill. Phoenix kommt knapp davon. Hey, kein Icarus-Staff ready. Möse jetzt raus. Kommt doch knapp raus. Kann sich rausporten? Ja, kann sich rausporten. Kommt noch davon. Sehr knapp gesehen. Ruby geht down. Und der Haki geht auch down. Und Phantom Lancer kommt wieder auf die Botlane. Ein bisschen auf den Tidehunter einbashen. Und mittlerweile ein Morbid Mask ready. Auf dem Phantom Lancer. Und da hat er keinen Gate vom Ember Spirit und das Ravage. Wo er geschickt dodged. Sehr schön. Kommt knapp davon. Und da kommt. Ah, der Kill auf dem Phantom Lancer lang gelang. Natürlich der schöne Fischer hier vom Earthshaker. Ich habe nicht genug Damage rausgedrückt. Da kommt das Horizon Cask vom Witch Doctor und das Death Ward. Holt sich den Kill am Tidehunter. Wir schauen ein bisschen durch die Items. Immer noch Drunken Cool Boost Plus, Pride of Strength auf dem Phoenix. Wir haben mittlerweile Helm of Dominator, Ring of Aquila und Face Boots. Plus Band of Elven Skin auf dem Gyrocopter. Wir haben auf dem Nyx-Assassin lediglich Boots. In der Mitte auf dem Ember Spirit haben wir Bracers. Plus Face Boots. Und auf dem Rubik haben wir Sage Mask.
Holt sich jetzt der Solring demnächst. Plus Boots. Kann auch merken, dass mittlerweile der Blinkdagger eines von den größeren Items momentan sind. Was fehlt noch? Tides hat er noch nicht. Farmt sich jetzt da ein paar Stacks auf. Und wir sehen, der Gyrocopter geht down und holt sich auch noch der Ellie wieder da mit. Mal, da ist Supernova eingesetzt worden. Sieht nicht so aus, hä? Nein, nicht eingesetzt worden, nicht ready gesehen. Doch, war ready gesehen. Und wir sehen da. Links ist es mit seinem Vendetta umlaufen. Kann er nicht rausholen. Peter, Zeit haben noch gute Progress zum Blinkdecker holen. Haben wir auf Top-Lane wieder einen Gage. Der Fort holt sich den Gyrocopter. Jetzt sind wir wieder das Yasha. Für Fendermancer ready. Wird jetzt auf den Top-Lane gepusht. Sehen dort nichts, dass er kommt. Rein, setzt seine Vendetta ein. Wieder noch ein Kill rausgezahlt, vielleicht auf dem Haki. Und da kommt der Rubik. Wird jetzt gekillt. Haki geht. Langt nicht, um den Haki zu killen. Ah, doch, langt. Und das Ultimate vom Phoenix. Sehr schön. Holt sich da der Kill. Auf dem nächsten Assassin. Tut sich jetzt raus, Nicholas Cypher. Und der Phantom Lancer engaged wieder. Und Phoenix. Und ein Kill. Auf dem Ember Spirit. Und ein Kill auch auf dem Magnus. So ist es jetzt. Kommt er noch davon? Hat einen Blinkdecker? Kann er rausblinken? Ich glaube, das könnte lange. Nein, ist er noch ein bisschen weit rausblinkt. Nein, er ist ein Kill gesehen. Bottle mittlerweile der Aufsteiger am Farmer hat sich einen Solring geholt. Ja, Magnus hat jetzt Staff of Wizardry plus ein Ring of Rage geholt. Gyrocopter da. Nicht wirklich mit mehr Items. Tidehunter hat sich jetzt gerade seinen Blinkdagger sicher. Ist ja nichts, dass er sind mit Arcane Boots roamt in Mitte und probiert den Phoenix zu holen. Kommt. Der Hit und trifft aber nicht mit dem Stun. Jetzt sind mittlerweile Faceboots fertig auf dem Ember Spirit. Und da wird ein bisschen in Bedrängnis der Gyrocopter. Da müsst ihr ein bisschen raus. Und ein Daddy Rune da für ein Ember Spirit. Wir schauen mal, wie die Grafik aussieht. Jetzt doch ein bisschen mehr vor. Die Distanz im Network liegt jetzt der Westhands liegt vorne mit 1000 und XP ist relativ ausgeglichen. Wir sehen der Ember Spirit flüchtet da und der Haki und Faust. Die Meilen Tau in der Mitte. Und da, das Casco trifft uns. Reverse Polarity Plus. Alles zusammen mit dem Skewer. Hat immer Shockwave gebraucht. Ein Kill auf dem Ember spielen in der Mitte. Und das gibt Push jetzt in auf dem Mittag. Ich sehe da, die Fernlänge ist zugestoßen. Jetzt sind wir ein bisschen pushen. Und ein Shockwave Foto. Nächstes Essen trifft. Und Nico ist auf Fuß da. Sehr schön. Und ein Supernova durch. Und schafft das. Und
Nein, wird nicht durchgehasst, wird vom Rubik verhindert. Holt sich auch der Witch Doctor da. Oh, da sehen wir. Eventuell holt sich da der. Nein, kein Kill für den Phantom Lancer. 3-2 Exchange. Und jetzt müssen auch der Erbschenker vorsichtig sein. Echo Slam kommt nicht durch. 4-2 Exchange, nicht so vorteilhaft für West Towns. Rhino Gaming da ein super Teamfeld geliefert. Hätte ein bisschen mehr ausholen können und einen Invisible Magnus. Der Blacker sich auch schon jemanden probiert. Ja, wird da nicht probieren. Auf den Ember Spirit zu engagieren, vor allem mit der Double Damage Rune. Wir schauen mal ein bisschen die Items durch. Wir haben jetzt bald SC Fusion Blade, wo da im Gang ist für Phantom Lancer. Auf dem Witchstock haben wir den Arcane Boots fertig und den Urn. Wir haben Sanke plus Drunken Boots auf dem Phoenix fertig. Forstaff plus Blink Dagger auf dem Magnus. Und dann auf dem Earth Shaker. Lediglich Soul Ring plus Boots. Dann der Rubik. Hat auch nochmal Soul Ring plus seine Drunken Boots. Nichts Assassin. Immer noch mit der Arcane Boots, Ember Spirit. Jetzt mit den Drums unterwegs. Shower Cop jetzt mit dem Sank und ja schon unten im Vitor Ogre Club. Zu seinem Helm of Dominator und seinem Ring of Aquila. Und der Tide Hunter mit Arcane Boots. Und dem Blink Dagger. Und dem Ring of Health. Botlane. Ist Teil, der noch weggefangen kann und nicht gestunt werden, aufgehalten werden. Vom Wack-Tipp hier. Phantom Lancer. Immer wie neu kann sie mit Diffusal Blade. Team Networth ist jetzt wieder auf der Seite von Rhino Gaming, so wie es auch XP technisch. Und das sind die Fischer. Hätte ich fast schon nichts Essen getroffen. Und wir haben dann Voidstone für Tidehunter. Das heißt Skills Purse. Ist du auch schon anziehen? Mein Shop da, wow, das wäre heftig. Wenn der bekommt, bringt der diesmal auf den Checker. Und ein kleiner Gage vom Ember Spirit in der Mitte. Mit dem Instant Disengage. Der holt sich jetzt da das Camp, kriegt da richtig viel Gold. Und sie führt schon bald mittlerweile fertig vom Phantom Lancer. Toplane jetzt ein Horde auf Botlane vom Phoenix. Melvis Sanke. Das Boost fertig, der bespielt ein bisschen Bedrängnis. Entkommt aber der Fischer gerade noch in der letzten Sekunde. Und wir sehen einen Gage vom Phantom Lancer auf den Gyrocopter und das Supernova vom Phoenix. Aber nichtsdestotrotz, Magnus go down. Phantom Lancer go down und auch der Earthshaker go down. Mittlerweile jetzt auch noch. Da
Witch Doctor, das heißt immer noch der Phoenix überlappt. Ist da relativ low, humpt sich aber mit der Ember Speed, kommt aber nicht mehr raus. Ruby holt sich da die Kill auf dem Phoenix, das heißt Team Wipe. Vor Rhino an. Wasted Talents, und das wird eine rechte Kurve geben jetzt im Networth und in der Experience. Und Bottom go down. Und der Push geht natürlich weiter. Magnus da jetzt da. Und Oracle Club kauft mittlerweile. Fänden wir jetzt runter auf Botlane rein. Unsere Talents müssen natürlich dafür schauen, dass sie da Teamfights ein bisschen besser koordinieren. Sonst wird es ein bisschen schwierig, weil der Vorteil ist jetzt doch ein bisschen gestiegen auf die von Rhino Gaming. Oh, der Ember Spirit hat jetzt ein neues Item, hat jetzt wieder ein Claymore Code. Das heißt, sie ist oh, und auch Reverse Polarity plus Q. Auf den Ember Spirit kommt aber auch besser, ist nicht unbedingt das beste Ziel dafür. Versucht die Death Ward wieder unterbrochen vom Rubik, hat er. Nein, ist nicht vom Rubik gesehen, aber er hat Reverse Polarity Code geklaut vom. Magnus. Und wie man sieht, Paralyzing Casks sind auch nicht unbedingt so gut tickt, sind dann nicht richtig Creeps gegangen. Das wird jetzt leicht schwer, vor allem wenn jetzt Rubik's Reverse Polarity hat. War dann Gates natürlich heftiger, wobei er auch natürlich noch auf den Blinkdecker wartet. Und Top Tower wird denied. Wir sehen da, nächste Session bewegt sich mit dem Titan da fort. Schon mittlerweile am zweiten Purse dran, das heißt, kommt relativ gefährlich nachher langsam an Refresher ab. Natürlich auch ist Ravage wieder ready. Das heißt, eine ziemlich große Bedrohung da für Teamfights, vor allem wenn jetzt der Rubik es Reverse Polarity hat können, glaube ich. Natürlich Waste Talents. Ist es nicht entgangen, dass Rubik da sehr glücklich war und Reverse Palette hat verloren. Weil sonst wird nächstes Team Fight ein Desaster. Wird wahrscheinlich noch nicht für Refresh Up lang, aber schon nochmal Ice Ravage langt mit Reverse Polarity zusammen. Und ein Damage vom Gyrocopter und Members bei Elven Spirit go down. Wieder vom Phantom Lancer killed. Phantom Lancer jetzt Boost of Travel, das Rezept gekauft. Wird auch langsam gefährlicher. Bald kommt dann aber noch wahrscheinlich das Mantas-Teil dazu. Oh, was passiert da? Und der Teamfight bricht aus. Drei sind tot, beziehungsweise noch der Nixus Assassin und der Rubik sind down gegangen. Supernova läuft vom Phoenix. Rubik hätte nichts als Reverse Polarity können, so nutzen wir das Rezept. Und Earthshaker geht down. Als nächstes wird der Phoenix down gehen. Zwei Kills drauf und Phantom Lancer geht rein. Aber TP raus vom Gyrocopter, wo sich jetzt natürlich hier schönes BKB gefarmt hat. Jetzt einen Quarterstaff geholt hat. Und natürlich 3200 Gold sitzt. Dafür wird mit Tower pusht. Vor Waste, positive Waste Talents. Wir schauen mal die Grafik an. Steigt wieder ein bisschen hoch. Immer noch bei 5000 Net Worth auf Seite von Rhino. Auch die Experience geht wieder auf 5000 zurück. Es bleibt ein spannendes Game, so wie ihr seht. Wir haben mittlerweile Net Worth mit 15.800 auf dem Gyrocopter, sehr gefährlich. Hat sich jetzt mittlerweile Siegel geholt, das heißt bald wird er sein Butterfly haben.
Und hinter drin mit 5000 weniger Networth E-Steine hat der Lancer gefolgt von Magnus und dann vom Ambush Builder und dem Tidehunter. Doch mittlerweile ein bisschen besseres Game für Rhino Gaming. Und wenn die Lanze dort und Titan entdeckt, da bringt sich raus. Mit wieder auch Blinkdecker ready auf dem Rubik. Wir haben gesehen, ein Engage von Magnus auf Gyrocopter, wo sein BKB jetzt gerade zündet, kommt knapp davor. Wird sich wahrscheinlich probieren, raus zu tippen. Zündet sein Ulti, killt den Earthshaker, oder bis jetzt fest reingegangen ist, muss ich doch nicht ausbaden. Probiert auch noch den Phoenix zu killen, wird stunt vom Phoenix zurück und geht down. Sie kriegen den. Und da kommt das Ravage. Magnus geht down. Und dann der Witchdog, die müssen jetzt vorsichtig sein, wie das nächste Stun geht down. Sie haben zwar den Gyrocopter bekommen, aber zum Preis von 3 weiteren Heroes auf Seite von Waste of Talents. Und wir schauen, wie die Grafik sich entwickelt. Es wird jetzt wieder ein bisschen richtig Rhino Gaming. Go. Ah, jetzt ist Fan mit der richtigen Gefahr. Holt sich aber durch den Rubik und geht wahrscheinlich down, nachdem er den Tower geholt hat. Was gesagt, Experience geht da wirklich weiter auf Seite von Rhino, während das Network relativ stabil bleibt durch die Kills am Gyrocopter und am Tower Kill. Wir sehen, das Network geht ein bisschen zurück. Wieder richtig, 0 Punkt. Aber die Erfahrung eindeutig auf der Seite momentan für Rhino Gaming. Ist Watts gespottet worden. Aber Schäger kann das nicht ahnen, beziehungsweise wird nicht auf blinken. Wird jetzt abgelöst vom Witch Doctor, wo sich das, wo das erledigt. Und da sehr schön Echo Stun plus Reverse Polarity und die Fabrik aus Supernova und vor Phoenix. Rubik instant down. Was hat schon zwei Dine? Earthshaker und Phoenix drop down. Mit einem weiteren Besuch auf dem Kill, diesmal auf dem Ember Spirit. Komplett ignoriert wird der Gyrocopter, oder recht viel Damage macht. 2-2 Exchange da, Zeit darunter geht auch noch down. Mittlerweile S, Mantle Style auf dem Phantom Lancer fertig. Ein Speaker B auf dem Magnus ready. Ember Spirit jetzt auch mittlerweile mit seinem Battle Fury. Man Heaven's Halberd auf dem Phoenix fertig. Und Butterfly auf dem Gyrocopter auch fertig. Das ist gefährlich schwer. Für Waste Talents hier noch. Teamfights zu gewinnen, wobei nie hoffentlich aufgehen. Aber momentan sieht es wirklich besser aus als für Rhino Gaming, das heißt, es wird spannend bleiben.
Oh mein Gott, Boots of Travel jetzt mittlerweile auf dem Gyrocopter. Nun, wir haben es bringen in die Mitte, wird von Paralyzing Cast getroffen. Oh, News für Giga natürlich. Haben wir gesehen, was schon Attempt von Waste Talents, wo nicht scoutet sie sind. Ja, doch, da ist ein Wort, wo das sehen sollte. Mal schauen, da kommt auch schon Rhino Gaming rein. Ember spielt Engaged, Disengaged wieder. Rubik holt sich da. Candlelands in die Luft. Kein größerer Fight, der ausbricht, so wie es ist. Wobei die Rocket hier auf dem Witchdog da drauf ist. Bin ich so ein bisschen bedrängt, ist es jetzt in Supernova. Und dann gehst du offen. Gyrocopter und ein Stirling Ravage da vom Tidehunter. Reverse Polarity da vom Mega Sea gesetzt und dann noch raus. Jetzt setzen wir den Upshaker down, jetzt aber auch Phantom Lancer. Und der Rubik fällt. Witch Doctor keine Chance rauszukommen, stirbt als nächstes. 4 von 1 6 ist nicht das, was Wasted Talent sucht. Rhino Gaming freut sich natürlich drüber. Dann wieder ein Engage auf den Phoenix vom Gyrocopter. Oder in Ruhe den Tower wieder abhaut und noch kriegt. Wir schauen die Grafik eindeutig XP-mäßig sehr auf der Seite von Rhino Gaming. Network vom Team ist nicht so wahnsinnig, da macht eigentlich der Gyrocopter am meisten aus. Aber es ist natürlich dauernd gefolgt, ist mittlerweile das Ultimate Orb auf dem Gyrocopter fertig. Und der nächste Push auf Botlane vom Ember Spirit, was sich mittlerweile sein nächste Battle Fury fand. Und Port von Candlelands auf Botlane. Und ich habe einen Engage auf den F-Shaker von Nix Assassin. Go down. Gyrocopter da am Engage. So ein kleiner Haki. Kann noch unser Tipp hier. Und wir sehen dann Roshan, wo vor Rhino Gaming gestaltet wird. Oh, nicht contestet wird. Diesmal in dem Game Wasted Talents da ein bisschen in der Schlachterposition. Wesentlich jetzt mit dem Network 10.000 und fast 20.000 in Experience Vorsprung. Wird doch ein schwierig, das noch aufzuholen. Jetzt sind wir mit dem Ultimate Orb auf dem Phoenix already. Glimcave auf dem Witch Doctor. Und
Ich kann dann also mit 4300 Gold rumlaufen. Was holt sich da als nächstes, sagst du? Dann werden sie wieder vom Ember Spirit entdeckt. Schalke ob der Mittelwiese ist, Butterfly, alles fertig. Wird jetzt da wahrscheinlich auf das Eye of Skadi gehen. Eventuell aus, Mantis Therapy wahrscheinlich eher das Eye of Skadi. Und wir sehen einen Reaver auf dem Phantom Lancer. Wird da wahrscheinlich auf das Hot gehen. Hat jetzt natürlich ein bisschen mehr Lab als vorher. Wir sehen noch nichts, es ist wunderschön steht unter. Nach der Sentry Ward unsichtbar steht. Das heisst, es hat eigentlich gesehen, was sie von West Terrence, dass er da unsichtbar rumläuft in die Richtung. Weiter durch, dass er alleine ist momentan noch relativ weniger gefährlich. Und wir haben da einen Mystic Staff, bloß ein Refresher ab auf dem Titan. Das heisst, die Teamfights werden jetzt richtig gefährlich. Aber unsere Terrence müssen jetzt wirklich vorsichtig spielen. Man will das zweite Battle Fury fertig auf dem Ember spielt, sehr gefährlich. Und Mid Tower go down. Oh mein Gott, sorry, ich hab da hätte sich das Eye of Skadi jetzt geholt. Jetzt ist Gyrocopter gut auf Top-Lane, richtig, Phantom Lancer. Wird aber kein Engage starten vorerst. Wobei Rocket trifft. Kommt ein Engage, ja, kommt ein Engage. Instant BGB Pop, Ravage kommt rein. Und zweite Ravage kommt rein. Zwei sind down, drei sind down, Magnus, Earthshaker und Witch Doctor down. Phantom Lancer relativ low, Phoenix auch sehr low. Und Instant Buyback von Magnus. Und Witch Doctor dafür, aber der Phantom Lancer out down, Felix überlappt. Krass, die Supernova zünden. Aber es wird sehr schwierig für die alles das zu verteidigen. Phoenix wird jetzt wahrscheinlich out down gehen. Ja, sehr schönes Q-Do vom Magnus poppt Aegis. Und das wird Ash Rex in down gehen. Da. Mit relativ allen Heroes noch fast auf Full Life. Es wird ziemlich schnell wahrscheinlich ins GG gehen. Also es ist jetzt mit Rhino Games das zweite Game holen. Das heißt, es wird vermutlich, so wie es wenn es so weitergeht, in ein drittes Game gehen. Wir sehen jetzt die Rotation in die Mitte und mit Tower und mit Drax zu holen. Ich keine Bedrohung hier, nur Earthshake und Phoenix Labe. Kein Supernova ready hat, kann sich da noch raus, Icarus Dive, wird auch von Rocket chased. Muss jetzt hoffen, dass Regeneration. Ja. Runde erledigt das. Mit Tower down, Rex stand offen. Gönnt relativ schnell down. Mini Rex down. Nein, nein. Das ist Range Rex gesehen. Mini Rex ist auch down. Das heißt, mittlerweile. Oh, und ein sehr schönes Echo Stem, was aber nicht viel ausmacht. Da kommt das PKB wieder. Kill auf dem Phoenix, auf dem Earthshaker, Instant Buyback vom Phoenix. Versuch vom Phantom Lancer da oder Gyrocopter zu killen. Wird aber nicht glücken. Phantom Lancer relativ low, kommt doch knapp davor, kriegt das Early hin. Ich sehe, die Phoenix muss da flüchten. Und Phantom Lancer geht down, Gyrocopter holt sich den Kill. Und Phoenix probiert auch noch Supernova zu setzen und wird killed. GG von Wasted Talents, damit geht das zweite Game an Rhino Gaming. Es steht 1-1, wir gehen dann in die dritte Runde. Sind gespannt, wie das dann jetzt wird, also sehr spannend.
diesmal relativ billiger Schuss, auch einseitig mit auf der Seite von Rhino Gaming gesehen. Der Charlie kommt einfach viel zu stark gesehen. Nochmal zur Erinnerung, man kann sich das Ticket für das Online-Event fürs komplette Finale um den Titel für den Schweizer Meister 25 Franken holen. Es geht unter denen, die dort erscheinen, ein Grundspiel, ein HP Home Gaming Notebook sowie Astro Gaming Headsets verlost werden. Es werden Merchandise-Artikel verteilt unter allen Anwesenden und Sponsoren, die auch Sachen verteilen. Wir sind natürlich froh, wenn ihr dort die zwei Community in der Schweiz würdet unterstützen. Und danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns gleich nach einer kurzen Pause im Game 3. Bis dann!